Hallo Freunde, hier ist euer Fox aus dem Foxy-Team. Und ja, ich zeige euch heute mal, wie man Gashos Babys richtig macht. Weil es gibt ja doch immer diese Sache, sind die groß, was muss man machen? Weil es kommt gar nicht so drauf an, wo man die auf Wandern stellt, sondern nur, dass man die auf Wandern stellt. Ich sollte die auch so kontrollieren. Ich achte immer so darauf, dass die auf Wandern stellt. Beachten. Zwei Stück laufen und die sind eigentlich nur auf Wandern gestellt. Der Fall, so wie es im Moment voll sein kann. Also man kann sie durchaus in der Brutkammer, in der eigenen Brutkammer laufen lassen. Gerade man darf da nicht so weit weg sein, denn geht das alles nicht mehr, dann wird das Wandern nicht mehr aktiviert und dann ja verhungern die kleinen Tiere. Also man muss immer in der Nähe sein. Na wir Babys. Großchen tot kann man die gerne mal ausspeisen mit der Kapsel und dann die Tiere mit großlaufen. Auch eine Walle aktivieren und das war's. Wie gesagt, immer gucken drauf an, dass die Kacke da nicht so drum läuft. Wenn die das erstmal aufsammeln haben, dann haben die was im Inventar drin und dann essen die nicht mehr. Also. Der wichtigste Punkt ist also wie gesagt, nicht wo man die auf Wandern stellt, sondern was das man die auf Wandern stellt. Ja. Ich hoffe denn viel Glück, dass ihr mit euren kleinen Gashos-Babys wieder Erfolg mit habt. In dem Sinne viel Spaß beim Züchten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Fox.